Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kingdom Hearts Birth by Sleep, a Fragmentary Passage. In der letzten Folge haben wir mit Aqua unseren allerersten Boss gemacht und sind hier in der Art Zwergenwald aufgetaucht. Also im Welt des Spiegels sind wir jetzt. Ich glaube, so hieß das. Ja, cool. Ich finde es toll, wenn der Lampe davor steht. Die Welt im Spiegel sind wir. Wir haben davor nämlich kurz Ventus getroffen im Sarg und ja, sagen wir so, Aqua war jetzt nicht sehr begeistert davon, dass Ventus so drin liegt, weil sie war komplett verzweifelt und wir sollen den ganzen Spiegel untersuchen und ich glaube, den Spiegel hatten wir noch nicht. Okay. Nee, dass er schon so sagt, ne? Stimmt hier irgendwas ganz gewaltig nicht. Aber ich kann mich an das alles halt nicht erinnern. Dementsprechend, ja. Kann ich nur irgendwie wie über herumlaufen? Aber wieso sagt denn die das? Was ist dein Problem, Girl? Also niemand an diesem Raum war nichts. Den haben wir schon kaputt gemacht. Den könnten wir noch machen. Den hatten wir auch noch nicht, glaube ich. Oh. Okay. Ich muss mich noch an dieses Kampfgeschehen gewöhnen, dass er einfach so kurz der Bild wackelt und dann geht es schon los. Weil es war ja in Kingdom Hearts 2 nicht so der Fall. Das heißt hier bereit Eisgar. Ah, ich kann ein ganz großes Eisgar machen. Das ist schön. Ich weiß nicht, ein bisschen verschlafen kluge. Ich bin auch erst vor ein paar Minuten aufgestanden. Das ist vor einer halben Stunde oder so. So. Da gehen wir erstmal in Gekka-Zustand rein. So. Oh Gott, es ist viel zu viel Action hier. Oh, wir haben ein Level Up. Das ist schön. Vielleicht kriegen wir dann doch die 60 zusammen. Wer weiß. Aua. Schön, dass er mir genau reingesprungen ist. So. Ich meine, die geben grundsätzlich ganz schön viele Erfahrungspunkte. Was ich ziemlich interessant finde. Okay, der Spiegel ist jetzt kaputt. Verstanden. Der ist auch kaputt. Dann bleibt uns nur noch der große hier, ne? Oh, das war dieser Raum, den ich über alles gehasst habe. Da bin ich, glaube ich, eine halbe Stunde rumgelaufen, bis ich den verstanden habe. Eine Schatztruhe drin, ne? Da sind ganz schön viele Schatztruhen drinnen. Oh, wie fies. Er packt die einfach ganz viele Schatztruhen rein und dann machst du eine auf und die sind alle weg. Ist der Spiegel jetzt kaputt dafür? Nee. Dann haben wir noch den Raum. Das könnte hier drinnen sein. Gegner. Gut, Wassergegner. Nehmen wir mal an, dass die gegen die eigentlich grundsätzlich Blitz in Ordnung wäre. Ach, Meister der Blitze. Ich muss das umstellen. Ach du Kacke. Für mich war Blitz immer auf Dreieck und nicht Eis, deswegen. Ja, ich hab dich im Kreis zu drehen, Mensch. Das ist nicht cool. Überhaupt nicht. So. Und weg. Ah, kommen noch welche. Autsch. Dafür, dass wir aber Stufe 54 sind, machen wir die Kinder dennoch mega großen Damage. Da lebt noch einer, das habe ich gesehen. Aber er scheint der Zwerg paralysiert zu sein. Das finde ich auch interessant. Da ist noch einer. So.
Schwiegra. Und sammeln wir hier alles schön ein. Grundsätzlich hätte ich auch alles ansammeln können, aber egal. Gut. Weiter geht's. In den nächsten wunderbaren Raum. Der Verzweiflung. Ist der Spiegel jetzt bitte kaputt? Ja, der ist kaputt. Ich finde es interessant, dass das Spiel einfach eine selbstständige Autospeicherfunktion hat. Gut, dann müssen wir in diesen ganz hinteren Raum gehen. Halt doch die Waffel, ey. Das ist sicher Malefiz oder so. Ohne Pro. Kannst du mal labern mit dir. Du hast gute Freunde und so. Hundertprozentig. So. Das ist der Raum, den ich über alles gehasst habe. Wird dunkel. Nein, habe ich nicht verstanden. Jetzt wieder dunkle. Moment mal. Irgendwas mit diesen Säulen hier? Oh mein Gott, mein Kopf! Instant Migräne! Ach Gott! Ich hätte doch hiermit irgendwas machen können, oder? Oh Gott, mein Kopf. Nee, oder? Oh mein Gott, nein! Wieso ist das so? Potion. Warte. Oh Gott, oh Gott. Inventierte Steuerung ist nicht so geil. Da. Bitte stell es wieder richtig. Danke. Meine Güte. Es geht immer noch nicht. Ich muss hier wirklich krass auf den Boden schauen. Das ist ja ein Wahnsinn. Ach schön. Jetzt tauchen Gegner auf. Urplötzlich tauchen Gegner auf. Das macht man doch nicht, Spiele. Wenn es so eine Welt in Kingdom Hearts 3 gibt, ne? Gott. Wieso macht man eine spiegelverkehrte Welt mit inventierter Steuerung? Du musst nicht inventiert kämpfen. Oh Gott, das war anstrengend. Ich wollte. Habe ich nicht gesagt, dass ich das ändern wollte? Ich sehe leider gar nichts. Ich wollte dich aneisen, aber gut. So. Das traue ich mich nicht. Da hinten muss ich hin. Nicht wieder auf den Kopf! Komme ich echt so zum Spiegel? Tatsächlich, oh mein Gott. Ich hab's schon aus der Schatztruhe. Ich hab den Spiegel. Mein Gott, das ist echt nicht gut für meinen Kopf. Ich hab so ein Gefühl, dass sie noch stärker wird, ne? Dass sie jedes Mal stärker wird. Ich mein, hallo? Ach, vergiss es. Mega cool, ey.
Oh, ich hab's erwischt. Solange sie mit mir Platz tauscht wieder. Schön. Okay, ab und zu kann ich sie erwischen. Das ist gut. Gut, habe ich sie mal in der Combo drin. Oh Gott, ich habe ja schon mal eine Leiste abgezogen. La 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 la. Autsch. Muss ich hier mehr mit Blocken arbeiten? Ja. Oh Gottchen. Komm. Komm, komm, komm. Boah, ist dafür sparkelt alles so schön, ne? Bleibt mir eine andere Wahl übrig, dass ich hier alle anfangen soll. Oh Gottchen, ich hab sie nicht. Hä? Ich hab sie! Ich hab sie! Haha! Ich find's schön, dass Aqua einfach mal ein paar Minuten so da steht. Oh, wieder getroffen. Ich bleib einfach mal stehen. Gottchen. So, wir haben sie. MP Höchstwert erhöht. Yay! Haben wir jetzt 100 MP statt 70 oder was man mich hatte? Habe ich jetzt endgültig besiegt? That's all of them. Terra and Ven didn't have anything to say. But my shadow, she wanted to destroy me. Kehre zurück zur Einkaufshalle und suche den Spiegel. Okay. Aber vorher. Geht auf Einstellungen. Nein, nicht Einstellungen, kurz befehlt. Ich hätte hier bitte Blitzka und hier Eiska. Dankeschön. So, so hatte ich jetzt in Kingdom Hearts 2. So werde ich jetzt hier auch. Ist das der Anfangsspiegel? Das ist der Anfangsspiegel, das werde ich hier speichern. Ich glaube, das hier. Detail löschen, gerne. So. Never would have thought I'd become my own worst enemy. I've talked to myself a lot since falling into these shadows. But with the Phantom, it's as though all my doubts have gained a voice of their own. She is the weakness in my heart. I know I'm alone here. Have the uncountable hours in the shadows. Whittled away the courage I never really had. I'm losing this fight. The darkness has found the cracks in my heart. Is this the last apparition before it takes me over? Oh. I'm Aqua. It tut mir leid. Another world I know. Terra, Ven. Are they phantoms? I don't care if they are. Or if I fall into the darkness.
I miss them. Dornenwald. Lauf jetzt hier und wend es hinterher. Gott. Oh mein Gott. Wie schlimm. Gut, wir haben ja entsprechend Punkte ignorieren jetzt. Das können wir eigentlich nur mit Hilfe von Vollgas zerstören. Weil sonst würden wir uns verletzen. Da eine Truhe, ich nehme mal an, da wird die Karte drinnen sein. Genau, Dornenwald. Wir sind, by the way, im verwunschenen Wald. So, Gott. Da können wir hier runter. Gott. Ich finde das irgendwie sehr Stiergemme. Ich frage mich, was es mit diesem Gemmen auf sich hat. Aber gut. Ich finde das ziemlich traurig irgendwie. Also Aqua tut mir verdammt leid. So. So. Die müssen wir, glaube ich, auch mit Feuer stören. Weil die mir wehtun. Ich wollte eigentlich Feuer machen. Hat nicht ganz funktioniert. Gut. Da haben wir unsere ersten Gegner auch schon. So, ich mache bei euch mal Blitzger. So, und dann noch mal einen schönen Blitzger-Chaos. Schön, dass sich die Schattenluchen hier im Boden versteckt haben. Ich frage mich, ob sie auch die Schatten schalten, aber ich denke schon. Alter. Ich mache überhaupt nicht wenig Damage, die Gegner hier. Gott, Kamera. Enough is enough. Ne? So, aus Magica. Autscha. Stop it! Au, stop it! Arsch! Bleib! Wenn du nicht angreifst. Ich find's schön. Die machen hier überhaupt nicht wenig Damage, ne? So, wir haben bald ein Level up. Gut, dann gehen wir erstmal hier unten schön lang. Zerstören das hier. Pam! Pam! Das hat zwar wehgetan, aber gut. Arme Gwen und Dings. Wenn es weh tut, macht es jetzt. Ich möchte nicht nur zu dieser Schatztruhe. So. Und die Gegner irgendwie schon mitnehmen. Oh, Level 55. Da war irgendwas. Verdammt. Ich glaube, hier geht es mit abkühlen. Ja. Sonst ging das bei dem nicht an. So, dann holen wir euch weg. Blitzen hier. Ist der Levista? Noch jemand? Oh, es kommen immer mehr Gegner. Ach du Güte. Blitzger! Oh, es kommt beides auf einmal. Ich verstehe. Okay. Aqua, wir haben alles zerstört. Was ist das hier? Was war das? Was war das? So. Frechheit, gut. Jetzt haben wir hier drinnen einen Skorpion. Das ist aber schön. So. Ich kann, glaube ich, Magie auch. Sollst du springen, Mädchen? Ich kann auch Magie während des Springens machen. Gut, da haben wir die beiden. Wir gehen nochmal zurück. Denn wir konnten da ja oben auch noch lang gehen. Bevor ich runtergeflogen bin. Oh, ich kann den Doppeljump schon. Da. Ja. So. Hui. Nicht runterfallen.
finde es halt schade, dass die nicht nachkommen, sondern einfach da oben stehen bleiben und sich denken, ja, never mind, ne? Er ist runtergefallen, ist uns egal. So, gut, dann nehmen wir uns mal die Schatztruhe mit. Eine Mega-Potion, gut. Achso, ich hatte noch Blitzka. Hier, bam! Nicht runter! Nein! Bist du... Ja. Ah doch, die kommen mit runter, okay. Ich dachte, die kommen nicht mit runter, aber gut, sie kommen doch mit runter. Gut. Und einmal heilen bitte. Gut. Spielen wir noch ein bisschen weiter. Gut, dann können wir jetzt zu Ventis und Terra gehen. Schauen wir mal, was die beiden so hier treiben. Und abbiegen. Und weg sind sie. Und ich muss warten, ich habe keine Magie. Ich habe nur Magic. Ja, und was macht ihr heute noch so? Nichts? Okay, verständlich. Will ich auch nichts mehr machen. Lalalala. Geht schon. Geht schon wieder. Perfekt. Dann wir können das auch wegmachen. Hat zwar gerade ein bisschen wehgetan, aber gut. Wieder dagegen gelaufen. Oh no. Ah da. So. Gut, und das nächste zerstören wir. Oh, machen wir Volker. Ich weiß ja nicht, wo ich das hingeschossen habe, aber gut. Was ich auch noch unglaublich cool finde, habt ihr gerade die kleinen Blutflecken am Boden gesehen? Also, das Verkuppelte, also diese mini kleine Blut. Ich finde es das gut, dass man das auch jetzt noch ein Weilchen sieht, ne? Richtig, richtig schön. Laufe ich jetzt überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Oh, kommt jetzt das, was ich denke, was kommt? Oh, ich glaube, hier kommt ein Bosskampf, oder? Ja, das glaubt der Schattenborn. Ja, ja, ja. Aqua hat auch das Vergnügen, mal gegen den Schattenborn hier zu kämpfen. Was macht denn Aqua? Warum bewegt sie sich nicht? Ach, verdammt. Ich hab's auch gekreist genommen. So. Er ist halt, glaube ich, nicht leicht, was das angeht. Ich meine, greifen wir erstmal die kleinen Stinkies an, das bringt ziemlich viel, aber wir kommen in Asmagica. Entsprechend können wir ihm gut hier jetzt mal ein bisschen Damage rein. Aqua, du sollst springen, danke. Fliegen die mich durch mich durch? Ja. Gut, verstehe. So, ich weiß nicht, ob gegen die Magie oder sowas bringt. Aber aus Magie weiß ich nicht. Ah, ich bin betäubt. Deswegen bewegt sie sich nicht. Sicher ist sicher, wir sind sowieso im Armzuschen von Ars Magica. Den treffe ich halt nicht. Oh doch, das hat eine Menge Damage getan. Getan vor allem. Ich kann mich sowieso gleich heilen. Das ist nicht das Problem. Ah, das Magika. Schön, dass ich hier beim Wunder bei der Luft bin. So kann er mich mit seiner Faust nicht erschlagen. So, vielleicht kriegen wir noch vorher down. Ich glaube zwar nicht, aber. Oh Gott. Abschlussangriff. Jetzt sind wir am Boden. Bleib einfach bei ihm in der Nähe, weil so machen wir gleich am besten Damage. Yes!
mir gar nicht mehr wissen, wie viel HP Aqua hat. Oh. Ich dachte, es kommt noch eine Cutscene, aber gut. Kommt keine mehr. Ich wollte nachgucken. Aqua hat 150. Ja, jetzt haben wir 70 MP. Wow. Vorher hatten wir, nehme ich mal an, 50. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Hallo. Und tschüss. Mann, ist Aqua so leid. Mann, ich will hier nicht lang gehen. Das ist dieser Weg des Schreckens. Denke ich zumindest. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hab zu. Du sollst ihn angreifen, Aqua, nicht irgendwas anderes. Herzlosen Jäger. Ui! Was habe ich jetzt der Trophäe erhalten? Was habe ich getan? Gut, das war jetzt langsam. So. Ich glaube, die stehen da nur. Ich muss die, glaube ich, nicht bekämpfen. Die stehen da nur so rum und denken so: Yo, hey, was geht? Wir gehen dir mal auf die Nerven und schätzen dir ganz 10.000 Millionen Herzlose hin. So. Gut. Dann einmal jumpen. Autsch! Die sind fies, ne? Muss ich aufpassen. So. Das ist urasozial, da muss man. So Jump'n'Run-mäßig irgendwie. So, oh, ich mach dir was in den Weg und so. Uah. Man kein Damage kriegt. Wow. Da reden wir von Schattenschalken und da kommen sie entlang den Dom. Okay, ich frage mich, warum ich gewisse Sachen erst jetzt freigeschalten habe und die damals nicht freigeschalten habe. Ich habe das Spiel aber fertig gespielt, weil ich habe den Epilog gesehen. Also ich habe die Siegelkatze gesehen. Denke ich zumindest. Weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, weil die ist schon zu lange her. Ah, so Magica. Ich hätte gerne mal was anderes. Aber ich glaube, kriegen kann, das kann das sein. Ui. Das war schön. Das ist die finale Explosion, wo sie wegfliegt. Und ein Speicherpunkt. Das trifft sich hervorragend. Begib dich tiefer in den Dornenwald. Muss ich wahrscheinlich. Da lang, ne? Nein, da ist eine Truhe. Den nehme ich noch mit. Einen Äther. Mal, wie sie da schon lauern, die Typen so. Hallo. Gut. Ja. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Kingdom Hearts Birth by Sleep A Fragmentary Passage. In der nächsten Folge geht's dann weiter tiefer und tiefer in die Dornen. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao, ciao.